Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zur Star Wars Folge von die 78. Folge von Star Wars The Old Republic. Genau, und herzlich willkommen auf unserem Schiff nicht, sondern auf Korriban. Wir sind hier auf Korriban. Wir haben uns gedacht, wir bewegen uns mal offscreen schon bereits nach Korriban. Genau. So, ich habe also mal gecheatet. Ja, du bist da drüber gejumpt. Ich nehme den offiziellen Schleichweg. Den offiziellen Schleichweg, genau. So, und ich frage dich jetzt einfach mal nicht, was wir beim letzten Mal gemacht haben, okay? Nee, machen wir. Hashtag Kurzzeitverdächtnis und sowas. Genau, das wäre so problematisch mit unserem Kurzzeitverdächtnis. Genau, es sind mal wieder knappe 24 Stunden. Ich glaube 23. Das ist zu viel. Das ist too much für unser Kurzzeitverdächtnis. Das kriegen wir nicht mehr auf die Kette. Nee, das können wir vergessen. Wir wissen nicht mehr, was los ist. Nee, definitiv nicht. Gut, dass hier ein Nachrichtendings ist. Ich habe nämlich eine Nachricht von Hartig. Dürft ihr euch gerne durchlesen. Ich nehme die Credits und tschüss. Credits nehmen und tschüss. Ihr könnt es hier pausieren, ne? Genau, ihr könnt gerne pausieren, wenn ihr das unbedingt sehen möchtet. Und wir müssen für meine, ich nehme mal an, Mini-Mission nochmal nach Korriban, wo wir jetzt natürlich auch sind. Und ich weiß nicht, ob ihr euch so erinnert, wir haben einen Schüler in Auftrag gegeben bei unserem Lieblingsaufseher. Och. Und der hat uns ja in der letzten Folge, also letzte Woche, kontaktiert, dass es soweit ist, dass die jetzt ihre letzte Prüfung absolvieren. Und deswegen schauen wir doch mal nach, wie es steht, ne? Jo, das möchten wir natürlich begleiten. Spannend, spannend. Spannend, spannend. Mal gucken, was sich rausstellt. Sprechen wir doch mal unseren Lieblingsaufseher an. Hallo, Hakun. Mein Sith Lord, ihr kommt gerade rechtzeitig. Die Akolyten sollten in Kürze zurückkehren. Man kann nicht leugnen, dass der Twi'lek Talent besitzt, aber er ist kaum zu bändigen. Er ähnelt zu sehr einem Tier. Naja, was will man auch erwarten? Mogoto ni ompi bedwana, ni bobo, choba uma. Ah, da bist du ja. Mein Sith Lord, es scheint, als hättet ihr recht gehabt. Darf ich euch euren Akolyten vorstellen? Vielleicht habe ich mich doch geirrt. Ah, Knochengesicht. Du lebst ja doch noch. Salek. Hm? Mein Name ist Salek. Eure Runentafel, mein Sith Lord. Sklavenabschaum! Hast du die Regeln der Akademie vergessen? Man ermordet keine anderen Akolyten. Und erst recht nicht in der Anwesenheit von Zeugen. Es tut mir leid, mein Sith Lord. Ich habe diesem elendigen Hund nichts beibringen können. Ich lasse euch wissen, wenn eine neue Fuhre Sklaven eintrifft. Was stimmt denn mit dem hier nicht? Er hat einen Akolyten innerhalb der Akademiemauern getötet, in der Anwesenheit eines Aufsehers und eines Sith Lords. Und um den Ganzen die Krone aufzusetzen, ist er ein Sklave. Die Traditionen der Sith verlangen, dass er hingerichtet wird. Ich habe hier wieder SW-Toskills. Ich lese dir mal meine Punkte vor, ja? Jo, mach mal. Also 1, das ist mir egal. 2, ich bin hier der Sith Lord. Und 3, ich bin hier der Sith Lord. Im Ernst? Ja. Also entweder ich bin der Sith Lord oder ich bin der Sith Lord. Also ich würde sagen, wir nehmen das letzte, weil das wahrscheinlich das Negativste von den allen ist. Und sage jetzt, ich bin der Sith Lord. Soll ich euch daran erinnern, welche Strafe Ungehorsam nach sich zieht? Nein, mein Sith Lord, aber Thanaton wird davon erfahren. Mein Sith Lord. Ich hoffe, du bist kampfbereit. Das bin ich immer. Okay, das war's. War es das? Das war's. Benutze das Holoterminal deines Schiffs, das ist meine nächste Mission. Ich hab mir nämlich schon fast gedacht, dass das alles war. Und wir, da wir noch in der Nähe eines Ausbilders sind, was ich vorhin gesehen habe,
M, da ist M. Können wir eigentlich kurz hochgehen, die Treppe hoch? Und Ausbilder? Ausbilder. Ausbilder. Lassen wir uns ausbilden. Genau, weil man kann nie genug ausgebildet sein. Genau. Oder eingebildet. Ein oder ausgebildet, ne? Genau, ein oder ausgebildet. Raserei. Wo schneide ich meinen Ausbilder nochmal rum? Ich weiß ehrlich gesagt nie mehr. Mach dich rasend, erzeugt sofort 60 Stapel, 30 Stapel. Okay. Richtig nice. Ich habe sogar den Buff gekriegt. Was ist das für ein Buff? Das ist Blutdurst. Das ist Blutdurst? Ja. Du kennst Blutdurst? Ja, dank dir. Ach, dank mir. Bei mir ist das Raserei. Bei mir ist es Blutdurst. Ah, Blutdurst. Nee, da hier. Ich sehe es gerade. Ja, Blutdurst ist das andere, was ich danach noch Raserei. Ist der eine gerade durch den Boden geglitscht? Ich habe nichts gesehen. Anscheinend, weil der Begleiter schaut so nach in den Boden. Er hat in den Boden geschaut, besser gesagt. Lol. Okay, ist mal wieder eine sehr verglitschte Folge. Ja. So, warte mal. Ich habe ja einen neuen Begleiter. Und da mache ich doch hier einmal und wir nehmen mal Zalek, es heißt der auf Deutsch. Das ist aber eine sowas von miserable Übersetzung, glaube ich. Ich werde ihn einfach mal Xalek nennen, weil ich glaube, das ist die englische Aussprache. Also Xalek ist unser neuer Begleiter, weil Xalek klingt mir irgendwie viel zu falsch. Xalek. Ja, das ist halt Englisch-Deutsch, ne? Ja. Deutsch-Englisch. Ja, ja. Also mit Xalek, das ist jetzt unser letzter Begleiter hier in der Klassenmission. Und da haben wir jetzt einen, Schüler, ne? Ist das nicht schön, einen reinen Sith, also einen Sith-Schüler und keinen Jedi Padawan. Genau, das war das, was ich gesucht habe. So, mein Schiff. Jetzt ist die Frage, wie wir das genau machen. Weil du musst mit dem Holo-Terminal reden und ich muss dann zur Luft, muss da wohin. Ob du, weil da musst du wahrscheinlich auf mein Schiff reisen, damit du mitkommen könntest. Ich kann mal gucken auf meine Karte, ob ich das sehe. Ich muss jetzt zum Transponderschiff. Zum Transponderschiff. Aber ich denke nicht, das ist so eine, wie soll ich sagen, eine Abhängige. Das hat doch letztes Mal auch funktioniert, oder? Ja, aber da bist du bei mir aufs zu mir aufs Schiff gekommen, oder nicht? Warte mal, wo musst du dafür hin? Ich muss zum in welche Galaxis erstmal? Zum Huttenraum, ja. Und danach ist das Transponderschiff so in der im Huttenraum in der auf der linken Seite eher ein bisschen Hutter, Crash, in der Mitte Raumschlacht. Circa. Nein, kann ich nicht. Okay. Das ist jetzt natürlich ungünstig. Man könnte es natürlich so versuchen, du könntest kurz auf mein Schiff kommen. Ich glaube, das klingt nach einer sinnvollen Lösung. Genau, ich komme auf dein Schiff. Und danach reisen wir zu diesem Transponderschiff. Transportschiff, aber egal. Transponder sind was anderes. Transponderstation. Transponderstation? Ja, die Mission heißt die Transponderstation. Reise zum Transponderschiff. Das ist schon wieder so eine geile Übersetzung, ehrlich. Ich liebe sie. Also es geht darum, damit wir eine Blockade durchdringen können. Trotzdem ist Transponderschiff eine scheiß Übersetzung. Ja, es ist alles eine scheiß Übersetzung. Stimmt. Ich sag nur Xalek. Ja, Xalek. So, hier, komm, mach mal auf hier. Ach ja, ich muss hier raus, ne? Da war was. Du bist immer noch auf Dings, ne? Ja. Auf Korriban. Ja. Wo ich Xalek betroffen habe. So, jetzt soll es eigentlich rein können. Ich glaube, diesem kleinen Tooltip, was immer so kommt, wenn man auf irgendwas drauf zeigt, ne? Ja, sauber. Was sauber? Du darfst noch nicht aufs Schiff, ich muss als erstes drauf. Du hast mich gerade rausgeworfen. Glaube ich. Im Ernst? Weiß ich nicht. Ich sehe gerade eine Cutscene. Warten auf Gruppenlieder. Okay. Alles gut. Kann ich dich mitziehen? Das ist die Frage, ne? Ja, kannst du. Okay. Alles gut.
Gut. Du bist da? Ach, du bist da. Ja. Ich habe länger auf mein Schiff gehabt als du. So, dann reisen wir mal direkt zum Transponderschiff. Ich bin hier der Captain. Sicher? Ja, ich setze mich hier auf deinen Stuhl. Ich habe vorhin beziehungsweise das sieht so großartig es ging. Und die Schnellreise ist erfolgt. Jetzt würde ich sagen, dann gehen wir mal schauen, was dieses Transponderschiff. Transponderschiff, ernsthaft, ey. Ja. Ist das eine scheiß Übersetzung? Ist SW-Tour, ne? SW-Tour live. Ja. Das ist nicht mehr wilde Theorien, das ist SW-Tour live. SW-Tour live. Vielleicht kommt Karte live, ne? Ja. Karte live. Bitte Karte, Karte, Karte. Karte, Karte, Karte. Müssen wir nicht hier durch? Nee. Nee, aber hier kann ich Schrott verkaufen. Schrott. So, schon besser. Okay. Ich hatte irgendwas im Kopf, wir müssen uns den Weg freikämpfen. Ja, ich sehe schon. Obwohl es Freunde wären. Das sind auch Freunde bis jetzt. Ich sehe auch noch keine Krieger. Ah. Können sich natürlich genau jetzt Problem geändert haben. Verlust. Wir kämpfen übrigens momentan gegen unsere Freunde, ne? Ja, ist doch okay. Passiert schon mal. Ja, das kann mal vorkommen, ne? Kann mal vorkommen. Okay, Xerlek gefällt mir jetzt schon mal, weil er hat ein Doppellichtschwert. Doppellichtschwert. Und ist auf Heilung eingestellt. Das ist natürlich super. Ah. Okay. Okay. Haben wir beide das gleiche gedacht? Okay. Ja, genau so. Ah, geht nicht auf. Okay. Okay. Einfach mal rein. Okay, Cutscene. Einfach mal, okay, Cutscene. Mein Sith Lord, ich konnte euch nicht eurem Schicksal überlassen, ohne euch wenigstens den Respekt zu erweisen, selbst zu erscheinen. Zurück aufs Schiff, Captain. Ich habe euch nicht die Erlaubnis erteilt, von Bord zu gehen. Ich bedauere, dass ich in letzter Zeit schon so manche eurer Befehle missachten musste. Das ist sehr schmerzhaft für mich, aber das alles war eine Falle. Es gibt kein Kriegsrecht und keinen speziellen Signalsender. Baras ist mein wahrer Meister. Ich habe euch hergelockt, um euch zu ermorden. Was? Aha. Hä? Jetzt langsam ist es doch spannend hier. Okay, wie jetzt? Ein schlimmerer Verrat ist kaum vorstellbar. Ich handle heute schweren Herzens. Doch Baras war immer die Stütze meiner Karriere und meiner Ansicht nach auch des Imperiums. Ich wollte nicht zwischen euch wählen müssen, aber er hat mich dazu gezwungen und ich muss mich auf seine Seite schlagen. Diese Art von Intrige jagt mir Schauer über den Rücken. Ich würde gern einen Verräter töten. Jessa, ihr habt ja keine Ahnung, wie lange ich gefürchtet habe, dass ihr eure Gabe auf mich anwendet. Baras hat mich extra darauf hingewiesen, dass ich euch in seinem Namen willkommen heißen soll. Schließt euch uns an. Macht ihr Witze? Ich spüre in euch vielleicht nichts außer Sicherheit, aber... Eure Fähigkeiten werden eine große Bereicherung sein, wenn Baras euch auf seine Seite gebracht hat, Jessa. Im Moment kann ich allerdings nicht zulassen, dass ihr meine Pläne stört. Baras und ich haben das hier seit einer Weile geplant. Ihr werdet euch diesem Kampf allein stellen müssen, mein Sith Lord. Wie allein? Ja, wie jetzt allein? Baras widersetze ich dem Imperator. Ihr wisst, für wen ich jetzt arbeite, Captain. Wenn ihr auf Baras Seite steht, seid ihr gegen den Imperator persönlich. Der Imperator herrscht, aber er ist nicht hier. Baras tut, was jeder echte Patriot tun würde. Nachdem ich euch die ganze Zeit im Kampf beobachtet habe, kenne ich eure Stärken und Schwächen zur Genüge. Diese Kriegsdroiden wurden speziell für den Kampf gegen euch programmiert. Ich habe eine Chance von beinahe 0% berechnet, dass sie versagen. Euer Vertrauen in Wahrscheinlichkeiten ist eure größte Schwäche. Wenn überhaupt, unterschätze ich die Chancen meiner Droiden.
Ihr werdet sehen, dass sie praktisch immun gegen euch sind. Es tut mir leid, dass es dazu kommen musste, mein Sith Lord. So schnell stirbt man nicht. Ich bin entsetzt. Okay. Aber du bist ja nicht so ganz alleine und gegen. Er hat nichts gegen mich gesagt, ne? Nee, er hat nichts gegen dich gesagt. Ich bin ja froh, also dass mein, ich mich gegen meine Angriffe ist es ziemlich effektiv. Ja, gegen meine eigentlich auch, so wie ich das denke. So. Ja. Passt. Marwyn Quinn. Was ist schiefgelaufen? Ich habe alles genau berechnet. Ihr solltet tot sein. Mich kann man nicht töten. Ihr habt versagt. Geh nicht so auch in den Nach all unserer gemeinsamen Zeit habt ihr noch nicht begriffen, dass ich unschlagbar bin? Ich bin ratlos. Ich habe euch verraten. Mich mit eurem schlimmsten Feind verschworen. Ich erwarte keine Gnade von euch. Ich werde nicht irgendwie so. Ich bin entsetzt, weißt du so. Das wurde merkt man zum Glück gar nicht. Aber irgendwie so. Es ist nutzlos, mir Widerstand zu leisten. Ich werde euch am Leben lassen. Und wir werden sehen, ob ihr mein Vertrauen wiedererlangen könnt. Mein Sith Lord, ich... Das kommt unerwartet. Darth Barras würde ein solches Versagen niemals vergeben. Wenn ihr mir gestattet, weiter unter euch dienen zu dürfen, werdet ihr meine Hingabe niemals wieder hinterfragen müssen. Ich werde euch dennoch im Auge behalten. Natürlich, mein Sith Lord. Diese Unterbrechung hat euch lange genug aufgehalten. Ich kann es kaum erwarten, zum Schiff zurückzukehren und das hinter uns zu lassen. Okay. Die komische Wendung. Irgendwie ja. Macht so vor allem keinen Sinn, aber egal. Das Schiff ist da drüben. Macht euch bereit für den Abflug. Ich werde in Kürze folgen. Natürlich, mein Sith Lord. Eine Sache noch, mein Sith Lord. Werdet ihr den anderen sagen, was geschehen ist? Du kannst gar nicht. Ich habe ich hätte keine Autorität mehr. Sie werden es irgendwann erfahren und euer Geheimnis ist bei mir sicher. Super Option, wirklich. Ja, irgendwie, du hast nur eine Auswahl. Niemand darf davon erfahren. Es würde eure Führungsqualitäten schwächen. Habt ihr mich verstanden? Das weiß ich zu schätzen, mein Sith Lord. Ich sehe euch auf dem Schiff. Das ist. Frage: Wo ist Jessa? Gute Frage. Nächste Frage, bitte. Warum heißt er Xalek? Ja. Wo geht es hin zum Töten? Reise nach Corellia. Warum muss jetzt auf einmal nach Corellia? Das war es jetzt schon, weil es ja eine Falle war. Es war nie vorhanden irgendwie. Es war immer eine Falle irgendwie. Irgendwie komisch. Das war sehr verwirrend. Leicht. So bin ich. Ich bin auf meinem Schiff. Sehr schön. Bist du auf deinem Schiff? Musst du auch nach Corellia? Ich weiß es nicht. Ich muss mit meinem Holo-Terminal quatschen. Magst du in der Zwischenzeit mit einem deiner Begleiter quatschen? Nein. Ehrlich gesagt nicht. Ich würde jetzt vorschlagen, wir verabschieden uns jetzt. Dann kommt bei dir noch die Katze hin. Denn es ist so, die Begleiter erhalten eine Spezialfolge. Oh, jetzt wird hier gespoilert. Es wird voll gespoilert, nämlich in 2 Wochen. 2 Wochen. Wird Folge 80 erscheinen. Die 80. Folge wird speziell sein. Wir werden die Gespräche mit den Begleitern nachholen. Genau. Das heißt, wir haben so viele Gespräche, wie wir haben. Und vielleicht
vielleicht kann man da mal ein bisschen mehr über die Begleiter erfahren, ne? So. Genau, genau. Also ich denke, bei denen, die bei mir zuschauen, ihr habt ja schon gesehen mit, hier, mit Jedi, mit, ich hab ihren Namen gerade vergessen, scheiße. Ich wollte sagen, Jessa. Mit ihr da. Genau, mit Jessa. Mit Ashara, dankeschön, Karte. 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 Mit Ashara habe ich ja schon so ein bisschen geflirtet, das werde ich natürlich weiterziehen hier im Spiel. Natürlich auch nur im Spiel. Und ja, das werden wir weiterziehen. Mal gucken, wie weit es kommt, ne? Ja. Zwinker, okay. Zwinker. Zwinker. Ja, okay. Bei mir gibt es jetzt noch ein Holoterminal-Gespräch-Teil. Und mir bleibt eigentlich nichts mehr zu sagen, als wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst gern auch eine negative Bewertung da. Schreibt einen Kommentar, was euch gefallen hat, mit dem Hashtag Leberwurstkäse. Leberwurstkäse. Okay. Ne, gut, Käse hatten wir schon wieder mal. Das ist nichts. Wir nehmen jetzt Leberwurst. So. Nein, wir nehmen jetzt Leberwurstkäse. Das hast du jetzt als erstes gesagt. Okay, Leberwurstkäse. Leberwurstkäse, bitte. Okay. Hashtag Leberwurstkäse ist der Hashtag der Woche. Und deswegen, wegen diesem Hashtag der Woche, schaut auch beim anderen vorbei. Ja, schaut bei Cat Commander vorbei. Bei ihm läuft wahrscheinlich immer noch Crosscodes. Das ist schwer zu sagen. Schwer zu sagen, aber mittlerweile vielleicht. Ja, gut, es sind natürlich. Und sonst geht auf den Kanal, geht ein bisschen zurück. Und guckt das Alternativprojekt. Alternativprojekt oder die Crosscodes-Projekte, also die sind wirklich. Schaut sie euch an. Genau, schaut sie euch an. Und schaut beim anderen vorbei. Natürlich. Und schaut beim anderen vorbei, definitiv. Und schaut beim anderen vorbei. Und beim anderen einschalten. Solltet ihr auch mal machen. Genau, richtig. So, und jetzt aber wirklich. Ich zumindest logge mich aus. Also, nach der Cutscene logischerweise logge ich mich jetzt aus. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Man hört und stört sich. Tschö. Bye. Cutscene. Außer Reichweite. Cutscene. Mein Schifflord. Hier ist Moff Valion Pyron. Es freut mich, euch berichten zu können, dass der Auslöscher fertiggestellt wurde. Aber uns bleibt nicht viel Zeit, um ihn einzusetzen, bevor Thanaton einschreitet. Der Prototyp wurde am imperialen Raumschiff Doombringer angebracht. Trefft mich dort! Ich habe bereits die Moffs eingeladen, die eurer Sache am nützlichsten sein dürften. Ihr müsst nur noch die Überzeugungsarbeit leisten. Gute Arbeit, Moff Pyron. Ich treffe euch dort. Ausgezeichnet. Unter uns, die imperialen Techniker haben sich selbst übertroffen. Wir sehen uns auf der Doombringer.